สวัสดีค่ะกรุสกอตอุนเฮสต์วิลคอมเมนต์สมัยนัสเซนดุงค็อกน์วีดีไทส์แกงจืดโอเดอร์ต้มจืดอิสไอเนสซูเปอร์มิดมิลดัมกิชมักอินไทยแลนด์อิสดิสส์กิริชต์เซอร์บิลีฟต์เวอร์อิสออฟต์ซูซามันมิดดัมชาร์ฟน์เอสเซนเซเวิร์ตวิร์ตIn diesem Video zeige ich Ihnen, wie man eine Version dieser Suppe zubereitet. Und zwar Gangjeot Pakat Kauhaumusap oder Hackfleischpäckchensuppe. Zuerst schneiden wir die Chinakohlblätter dünn. Das hilft beim Hackfleisch einwickeln.Wasser in einen Topf aufkochen, dann die Chinakohlblätter hineingeben. Die Chinakohlblätter vom Topf herausnehmen und in kaltes Wasser stellen. Wenn das Wasser nicht kalt genug ist, könnten Sie Eiswürfel nutzen. Koriander fein schneiden. Wenn Sie Korianderwurzeln haben, könnten Sie das auch verwenden.Pfeffer, Koriander und Knoblauchpulver. Man kann auch mit frischem Knoblauch kochen. Diese drei Zutaten in eine Mörser stoßen, dann Hackfleisch hineingeben. Austernsoße, helle SojasauceUnd Zucker dazugeben. Und weiter stoßen. Speisestärke hineingeben.Wenn Sie keinen Mörser haben, müssen Sie das mit der Hand kneten. Frühlingszwiebelblätter trennen. Dann.Diese in langere Streifen schneiden. Diese kurz in heißem Wasser kochen. Das Päckchen sollte so ausschauen.Jetzt packen wir das Hackfleisch ein. Ein Esslöffel Hackfleisch auf das Chinakohlblatt stellen. Das Blatt nach vorne einrollen. Jetzt die seitlichen Ränder einschlagen und das Blatt zusammen einrollen.Das Päckchen mit der Frühlingszwiebel binden.
Karottenschälen. Dann die Karotten in kleinere Stücke schneiden. Mit einem Ausstecher die Karotten in Blumen schneiden. Glasnudeln 10 Minuten im warmen Wasser einweichen und dann mit einer Schere kürzen. Brühe erhitzen und Meersalz hineingeben. Karotten. Das Päckchen hineingeben. Kochen lassen, dann die Glasnudel dazu geben. Ein Teelöffel Zucker hineingeben und die Suppe abschmecken. Anschließend die Suppe mit Koriander garnieren. Und fertig. Vielen Dank für das Zuschauen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.